Herzlich willkommen bei Wissen im Herzen. Heute gibt es 11 Fakten über Allergien. Laut dem Robert-Koch-Institut leiden 30% der Deutschen unter einer Allergieerkrankung. Eine Allergie ist eine Abwehrreaktion des menschlichen Immunsystems gegenüber bestimmten Substanzen. Diese sind für den Körper zwar fremd, aber eigentlich harmlos. Das Wort Allergie stammt von den griechischen Begriffen allos und ergon ab. Allos bedeutet so viel wie andersartig. Ergon bedeutet Reaktion. Allergische Reaktionen können sehr unterschiedlich sein. Von Hautausschlägen, tränenden Augen und Atemnot bis hin zu anaphylaktischen Schocks, bei denen das Herz-Kreislauf-System versagt. Allen allergischen Reaktionen ist gemein, dass das Immunsystem sogenannte Immunglobuline bildet. Diese Antikörper setzen die Körperabwehr in Gang. Man kennt heute etwa 20.000 unterschiedliche Auslöser von Allergien. In der Regel sind dies bestimmte Proteine aus Pflanzen oder Tieren, gegen die sich unsere Immunabwehr richtet. Bereits beim ersten Kontakt mit einem Allergen bildet das Immunsystem Abwehrzellen und Antikörper. Die Symptome zeigen sich jedoch erst bei erneutem Kontakt. Das kann Tage oder Jahre später sein. Allergieauslösende Proteine können durch Umweltgifte chemisch verändert werden, was zu deutlich stärkeren Reaktionen führen kann. Am Max-Planck-Institut für Chemie und an der Universitätsmedizin Mainz wird untersucht, wie diese Mechanismen ablaufen. Um Allergien zu therapieren, greifen Ärzte oft zur Hyposensibilisierung. Dabei werden dem Patienten schrittweise immer größere Mengen des Allergens verabreicht. Auf diese Weise wird sein Immunsystem an den Fremdkörper gewöhnt. Unsere Erbanlagen, unser Hormonhaushalt, unsere körperliche und geistige Fitness und unsere Ernährung beeinflussen das Auftreten von Allergien maßgeblich. Das waren 11 Fakten über Allergien. Welche Fakten interessieren euch? Schreibt uns das gerne unten in die Kommentare. Auch könnt ihr den Kanal gerne abonnieren, damit ihr keines der nachfolgenden Videos verpasst. Bis dahin, eine gute Zeit und ciao.